Ja Leute, und damit wieder herzlich willkommen auf der Krebach zur fünften Folge. Und düngen müssen wir jetzt. Alter, was ist jetzt los? Was war das denn? Bitte. Das ist irgendwie der wieder relativ zügig. War ja schon mal letztes Mal so. Aber ich komme gleich wieder. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ich war schnell genug für euch. Dam 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 dam. Das haben wir auch fertig. Jetzt wollte ich doch mal was gucken. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich es umsetzen soll. Na, gucken wir gleich mal. Da müssen wir mal gucken. Ja, die werden wir umsetzen.
Hier sind unsere Schweine. Und hier ist eine Weide. Auch wenn es nicht viel ist. Was man hat, hat man, ne? Wir machen das jetzt mal anders. Ich werde das erstmal mähen und dann drüber fahren. Schnupperdi und Schnupperdi. So. Dann müssen wir jetzt noch mal was verkaufen fahren.
Ich will nämlich nicht schon wieder einen Kredit aufnehmen. Und zwar brauchen wir also 20.000 müssen wir jetzt verdienen. Das heißt, ich muss mal gucken, was wir jetzt am besten verkaufen können. Was uns jetzt aber schön Geld bringt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wir werden die Sammlung verkaufen. Das werden wir jetzt noch in der Folge machen. Und mit etwas Glück werden wir in der Folge dann noch den Schwader kaufen. Und ja. Wäre ich ja schon mal sehr zufrieden. Was sagen denn unsere Hühners? Mist 7. Eier 0. Obwohl, das für 10.000 würde auch reichen, würde ich sagen.
Ja, wir nehmen das für 10.000, habe ich so entschieden. 4,6 Meter, das reicht. Ich habe mir auch gleich den Dings gekauft. Dass, wenn wir Dings herstellen wollen, dass es auch gleich können. Heu. Aber ich wollte jetzt erst ein bisschen Gras haben. Fahre mit dem Regalo hin. Und dann ist die Folge beendet. Nein, die Folge ist ja noch nicht beendet, habe ich gerade. Zurücksetzen. Zurücksetzen. Wir werden kurz mal wohin laufen. Weil mich eine Sache noch interessieren würde. Wir kaufen uns für 10.000, na ja gut, für 11.000 Schafe noch. Schafe brauchen Wasser, Gras oder Heu. Gut, dann wissen wir schon mal Bescheid. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.